Erster Bundesligaspieltag. Werder Bremen spielt zu Hause gegen den FC Bayern München. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich an Werder Bremen denke, Freunde, kommen mir sofort Legenden in den Kopf wie Diego damals noch, Mesut Özil, Claudio Pizarro, den habe ich sogar auch mal treffen dürfen in Bremen. Oder mir kommen so Spiele in den Sinn wie Barca gegen Werder in der Champions League, wo Ronaldinho ein freies Tor gemacht hat unter die Mauer. Aber heute soll es um die Bundesliga gehen und ich freue mich. Wir holen uns jetzt doch in Rewe noch ein paar Snacks und Tim hat noch nie Gönnergy probiert. Na komm, das Blaue ist lecker, aber das Beste finde ich ist das Orangene, Digga. Das ist aber nicht da hier. Nee, das ist ausverkauft, ja. Vita Welt ist auch noch am Schlüssel. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Die Restaurante Fertigpizza Hawaii ist einfach 10 von 10. So lange nicht mehr gegessen. Tim, dein allererster Schluck jetzt. Sag aber ehrlich, okay? Schon gut. Ja, aber 1 bis 10? Nur eine 7. Okay, das ist stabil. Der Z4 gibt mir hier solche Amerika-Vibes, den hatten wir auch dort am Start. Gehen Tim und ich ein bisschen die Stadt erkunden. Vamos! Die Bayern sind heute enorm unter Druck, vor allem nach der 0-3-Klatsche im Supercup. Sie müssen eine Reaktion zeigen und ich denke auch Kane wird von Anfang an spielen. Wenn wir jetzt hier an der Weser, Leute, weiter gerade auslaufen, kommen wir auch schon Richtung Stadion. Nick und ich haben uns 2019 kennengelernt, da war er noch in der U17 und als wir uns das erste Mal in Real Life gesehen haben, da sind wir so geil Krebs essen gegangen, Leute, in diesem Piratenschiff da vorne. Für die Nostalgie gönnen wir uns jetzt hier nochmal einen. Jack Sparrow auch schon am Stissel. Und die Werderaner sagen nicht Pfannkuchen, sondern Pannekök. Oha, da sind sogar noch die Kanonen hier an der Seite. Ich weiß gar nicht, ob das aber ein echtes ist. Genau da saßen wir damals. Aber wir werden jetzt hier nach oben gehen. Das ist einfach ein richtiges Schiff hier, Leute. Aber cooler Vibe, gell? Ja, Junge, wie geil. Ist das eigentlich ein echtes Schiff? Ja, der wurde in Niederlande gebaut vor 30 Jahren. Und da wurde hier noch selber gebracht. Und dafür aber wären die Kanonen theoretisch einsatzbereit? Sagen wir so, Anzeige. Ne? Ja, ja, natürlich, aber sie sind echt. Eigentlich wäre es hier oben richtig chillig zu essen, aber hier fliegen so viele Wespen rum, wir gehen doch runter. Ey, wie chillig, die fahren einfach mit so einem kleinen Boot zum Stadion. Ey, wie bombastisch sieht der wieder aus, Leute. Lass es dir schmecken. Mhm. Wow, so muss ein Crepe nicht schmecken. Der ist auch so ein bisschen knusprig sogar am Rand. 10 von 10. So, den guten Tim hier getroffen. Was glaubst du, Bro, wie geht das Spiel aus? Also, die Hoffnung ist 2-1 Bremen. Realistisch ist, glaube ich, 1-4. Realistisch 1-4, okay. Ich sage 2-2 und ich sage auch Füllkrug trifft. Das würde ich mitnehmen. Okay. Danke dir. Und dein Kollege ist Bayern-Fan, oder? Ja. Komm, sag auch deinen Tipp. Ja? Lou, sein Kollege, ist Bayern-Fan. Was sagst du? Ja, also ich sage, es wird entweder ein 4-0 für Bayern, klares Ding, oder ein klares 1-0. Aber eher 4-0, glaube ich. Und glaubst du, wir sehen eine gute Reaktion auf den Supercup? Ja, denk schon. Okay. Also Jungs, viel Spaß, gell? Ja, ciao. Die Bayern-Spieler befinden sich hier im Atlantik-Hotel, das ist im Zentrum der Stadt. Irgendwo da oben, Leute, im Zimmer chillt Harry Kane und trinkt seinen englischen Tee vorm Spiel. Hey, was geht? Oh, Barca-Trikot, hast du das neue Auswärts-Jersey? Madrid, nur Real Madrid. Real Madrid. Hey, cool. Ciao, Jungs, viel Spaß. Ciao. Hi? Ja, klar, natürlich. Hi. Jetzt hier mit Kevin am Start. Was glaubst du, wie geht's aus? Ja, 2-2. Oh, auch mein Tipp. Okay, viel Glück, gell? Ciao. Freunde, ich gebe euch einen kleinen Tipp, wenn ihr bei diesem Piratenschiff essen geht. Sagt ein bisschen weniger Schokolade. War wirklich sehr lecker, aber ich bin Armageddon voll. Jetzt sind wir hier in der Bremer Altstadt, Leute. Laufen jetzt hier Richtung Marktplatz. Tschüss, ciao. Ist ja richtig schön hier, Leute. Hier essen noch ziemlich viele Fans noch, gönnen sich noch ein paar Bierchen, Snacks. Und da winken auch schon ein paar. Hallo. Warte, komm, fragen wir mal nach Tipp, oder? Also, ich sag einmal, es wird ein 2-0 für Bayern. Ich sag, Kane macht 1. Ich glaube, er wird nicht so einschlagen, wie alle erwarten. Echt? Ja. Oh, ich glaube schon, der knackt schon die 30er-Marke. 30? Ja. Boah. Also wettbewerbsübergreifend, ne? Ja. Ja. Ich glaube vielleicht 20 oder so. Ja, okay. Macht er, aber... Und schmeckt es hier in Bremen? Weizen. Ach, Weizen. Wir sind Bayern, wir machen Weizen hier. 1-0 für Bremen, oder was? Oh, das nehmen wir mit, ne? Was? Und ihr? Wo ist das Problem? Ist auch 1-0, ne? Was sagst du? Ich sag 3-0 für Bayern. Okay, viel Glück, gell? Tschüss. Ciao. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Das heutige Video ist gesponsert von der besten Fußball-App OneFootball. Und damit ihr bestmöglich ausgerüstet seid für die neue Saison, downloadet euch. Die App ist natürlich kostenlos. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Was ich immer extrem feiere, ist, dass man bei Profil seinen Lieblingsverein hinzufügen kann. In meinem Fall natürlich Barcelona. Hier habe ich noch Inter Miami wegen Messi oder auch Argentinien. Und dann könnt ihr direkt hier die spezifizierten Informationen zu eurem Verein abrufen. Hier haben wir zum Beispiel die Gerüchte über Cancelo zu Barca. Oder es wird ja auch gemunkelt, dass eventuell noch Ansu Fati den Verein verlassen könnte.
könnte, aber Xavi dementiert das hier. Kurz vor Anpfiff ziehe ich mich hier auch immer die Aufstellungen rein. Man kann sich auch den Head-to-Head-Vergleich hier reinziehen, wie zum Beispiel hier die letzten Matches abliefen gegen Cardiff. Bei Home können wir uns dann die ganzen anderen relevanten Fußballnachrichten durchlesen. Da ziehe ich mir auch immer die ganzen Infos raus, Leute, für meinen Fußball-Podcast. Offiziell im Kader, begnadigter Mbappé vor Saisondebüt bei PSG. Ja, der Junge bleibt jetzt anscheinend doch noch mal ein Jahr länger in Paris. Man kann auch nach Spielern suchen. Hier haben wir auch zum Beispiel Harry Kane. Man kann sich wirklich alle Statistiken zu ihm reinziehen, was für Passquoten er hat, die Nachrichten zu ihm, auch Videos über ihn sich anschauen. Außerdem sind auch alle anderen wichtigen Highlights in der App vertreten, auch Pressekonferenzvideos. In der OneFootball-App könnt ihr sogar ausgewählte Spiele streamen, entweder komplett kostenlos oder per Einzelpreis, sprich ohne ein Abo abzuschließen. Atletico und Barca verhandeln über Leihe von João Felix. Da bin ich echt noch gespannt, ob der Transfer noch kurz vor Deadline-Day zustande kommt. João meinte ja, dass es sein absoluter Traum ist, bei Barca eines Tages zu spielen. Also, Link zu OneFootball ist ganz oben in der Videobeschreibung oder ihr scannt einfach hier irgendwo den QR-Code ein, Leute, und dann kommt ihr auch direkt zum Download. Vielen Dank an das OneFootball-Team für die Zusammenarbeit. Wirklich, ich benutze die App jetzt schon seit über 3 Jahren daily, Leute. Und ja, jetzt geht's weiter. Eure Prediction? Also wir sagen 4-1 für Bayern. Okay, auf jeden Fall 2 Treffer. Doppelpack. Okay. Okay. Ich war die letzten 3 Bayern-Spiele, bei denen ich im Stadion war, gegen 1-1 aus, also muss ich leider wieder 1-1 sagen. Oh, glaubst du, die Pechstunde geht weiter oder was für dich? Ich befürchte es, ich hoffe es nicht. 1-1, dann kracht's heute in München, ne? Selbstverständlich, deshalb wird es ein 3-1 für die Bayern. Okay. Schupo macht das 3-1. Ciao. Moin. Die sind einfach auch in so einem Cabrio unterwegs. Aber cool, Digga, so ein alter Audi. Ciao. Und wie immer gucke ich mir die offiziellen Aufstellungen bei der OneFootball-App an. Kane natürlich von Anfang an. Ansonsten finde ich, gibt es schon ein paar Überraschungen bei den Bayern. Zum Beispiel fehlt De Ligt und Pavard in der Startelf. Stattdessen rücken Masraoui und Kim rein. Und bei Werder eigentlich alles wie erwartet. Der Einzige, der fehlt, ist Keita. Der ist nämlich immer noch verletzt, Leute. Schaut mal, da kommt einfach einer mit einem grünen McLaren hier zum Weserstadion. Da haben wir einen Ehrenmann noch mit Barca-Trikot. So, Leute. Es geht hinein, let's go. Bei Bremen ist es bei jedem Spiel komplett ausverkauft, auch in der 2. Liga, weil ich immer alles rappelvoll. Wir sitzen beim Block 46. Und jetzt haben wir den ersten Blick ins Stadion. Oh yeah, Leute. Nick hat uns die allerbesten Tickets gegönnt. Auf der Haupttribüne unterhalb der Presse, Leute. Genau, das ist mein Sitzplatz. Seht euch mal bitte diese View rein. Oh mein Gott, besser geht's nicht. Kann man machen, oder? Geil, ne? Junge, wir sind so nah am Rasen. Hammer, Bundesliga-Auftakt. Und Füllkrug mit Licht. Boah, Alter, unter die Latte nach unten. Heilige. Ich habe irgendwie so ein Bauchgefühl, dass der Niklas heute ein Tor den Bayern einschenkt. Von Anfang an auch dabei geachtet. Bremens Aufstellung gerade. Und die 10. Gleich kommt der Publikumsliebling. Von Anfang an dabei auch unsere Nummer 11. Das ist Niklas. Vielleicht 30 Meter Luftlinie, da ist er. Harry Kane, Freunde, direkt hinter Musiala. Und jetzt, Leute, hören wir die Hymne von Werder Bremen. Ich höre zum ersten Mal hier im Weserstadion. Die ganze Ostkurve halten auch ihre Schale hoch. Gibt hier eine kleine Anfangszeremonie, Leute. Die ganze Fahne mit allen Bundesliga-Vereinen. Und hier haben die Werder-Fans eine sehr besondere Choreo auch vorbereitet. Lothar Matthäus höchstpersönlich trägt hier die Meisterschale hinein. Da ist sie. Die Bremen-Fans schreien, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Sieht schon krass aus, wie er gerade alleine die Pyro hochhält. Ganz, ganz wilde Atmosphäre hier. Bis jetzt 10 von 10 Stimmung, Leute. Werder-Fans auch sehr, sehr laut vor Antritt. Alter, die Plätze sind überragend. Hey,
Kane sammelt damit auch seinen allerersten Assist, ersten Scorerpunkt der Saison. Die Fans sind unglaublich. Überprüft. Lücke hat es gemacht, Leute. So wie wir vorher gesagt haben. Es ist sehr eng. Es wird lange kontrolliert. Ah, sieht nicht. Nein. Im Bayern-Block wird Pyro gezündet. Es bleibt beim 1-0 für die Münchner. Achtung, keine Sicherheitsdurchsage. Digga, Jamal ist auch so spritzig. Gefährlich. Dux! Oh, gleich ganz stark gehalten. Es ist Halbzeit, die Bayern liefern bisher eine dominante Performance ab. Aber ich würde nicht sagen, eine Parade, denn bei 0-1 Rückstand ist doch alles möglich. Die Bremer bleiben auch gefährlich, vor allem über Standards. Aber es ist halt schwer, 5-6 Pässe am Stück zu spielen. Also auf jeden Fall verdient bisher. Oh, Fabrizio Romano hat gepostet, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Wechsel durch ist. In wenigen Sekunden geht's weiter und die Ostkurve. Die Kurve der Ultras von Bremen hier direkt mit einer geilen Pyroshow. Alter, sieht das nice aus. Let's go. Mir war das schon im Vorhinein klar, aber ich muss nochmal betonen, Leute, Werder Bremen, ganz, ganz starke Fans. Wie geil der Rauch gerade aussieht hier mit dem Flutlicht. Oh, Lücke. Oh, guter Pass durch die Beine. Beste Chance für den SVW. Oh, Digga. Tolle Vorarbeit von Niklas Füllkrug durch die Beine. Was geht denn jetzt ab? Jetzt ziehen die Bayern sich auch nach. Mit einer riesigen Führungsschau. Der ganze Block ist rot. Das ist auf jeden Fall einem Bundesliga-Auftakt würdig. Was eine Kulisse. Kane denkt sich gerade auch safe gerade. What the fuck, was geht hier ab? Weil sowas gibt es in England nur ganz, ganz selten. Oh, Niklas! Schön durchgesetzt! Hey! Schiri, ja, gelb für den Kim! Oh, Musiala, Leute, ist eine Schlange. Schaut euch das an, der ist nicht vom Ball zu trennen. Was ist für ein Dribbling, das ist doch geisteskrank. Und faul, ja. Richtig, wurde gezogen. Harry Kane! Oh! Beste Aktion bisher von ihm, abgesehen von Assist. Fast hier mit dem 2-0. Oh mein Gott. Duk Schwellspieler über Aubameyang. Komplett aus der Partie, Freunde. Buchel weiß auch ganz genau, das ist hier alles andere als sicher. Boah, was eine Ballannahme von Burke, Digga! Boah, das hätte er nicht verdient gehabt. So eine Zuckerballannahme musst du erstmal im vollen Sprint gegen Fonsi machen. Jetzt hat. Ja! King macht sein erstes Tor, Leute, tatsächlich. Tolle Vorarbeit von Alfonso Davies. 2-0 die Bayern. Es ist verdient, am Ende des Tages. Aber selbst hier auch nicht so schwer, dass wir gefangen. Harry Kane, Leute, mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Und wir sind live dabei. Herzlichen Glückwunsch. Wir waren zwar jetzt nicht enorm aufwendig in der Partie, aber unterm Strich ein Assist, ein Tor, zwei Scorerpunkte. Guter Anfang. Ach du grüne Neune. Harry Kane liegt am Boden, Leute. Ich weiß nicht, ob er einen Krampf hat oder ob er sich eine Zerrung zugezogen hat. Hoffentlich keine Verletzung. Das wäre ja ultra bitter. Okay, er ist wieder auf den Beinen. Aber er wird, glaube ich, gleich rausgehen für Tell. Und rennt sogar direkt mit nach hinten. Schaut mal, Leute, Harry Kane ist Innenverteidiger. Oh, ganz, ganz starkes Bundesliga-Debüt. Routiniert. Hat seinen Job erledigt. Oh, schön klatschen lassen. Ja, nochmal eine ganz starke Kombination hier in der 90. Minute. Und Müller vollendet. 3-0 FC Bayern München. Tschüss! Ja, okay, haben die Haus jetzt voll die Kurve, die Routen gespielt, haben sich gesteigert im Vergleich zum letzten Spiel. Ich denke, aber da ist noch Potenzial nach oben da, aber definitiv eine Reaktion gezeigt. Ja! Du bist an der Grundlinie. Auf Tell? Ja! Junge, Junge, Auto!
Michael geht da mit 110 km/h stramm ins kurze Eck. Hab Lenker, keine Chance da, auf diese Distanz noch zu reagieren. 4:0, Junge. Okay, jetzt wird es echt nochmal ein deutliches Endergebnis. Für meinen Geschmack fiel das Ergebnis am Ende einen Tick zu hoch aus, aber ich hoffe auf jeden Fall, euch konnte den Stadionblock unterhalten, Freunde. Link zu OneFootball ist oben in der Videobeschreibung. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Daumen nach oben, ich würde mich sehr darüber freuen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.